Tag zusammen, hier ist wieder Ben und es wird Zeit, den bulligen Stier in den Dschungel zu führen. Und zwar spielen wir heute Alistair im Dschungel auf AP basierend. So, ich werde mir, ich glaube, ich nehme Hunters Talisman dieses Mal mit. Normalerweise nehme ich eigentlich das andere Item, aber dadurch, dass ich da eine Menge Zauber zaubern werde, ist das schon ganz vernünftig, das Item dann auch mitzunehmen, ne? Hunters Talisman. Für Jungler, die dann halt viele Zauber dann auch casten wollen, die Mana-Probleme haben, ist das halt am Anfang die Wahl. Der Wahl sozusagen. Die Auswahl, die man dann treffen sollte. Allerdings kriege ich ja auch zu Anfang gleich einen Blue Buff ab. Deswegen ist das eigentlich auch in Ordnung, weil so bekomme ich da halt auch keine Mana-Probleme. Deswegen bräuchte ich das nicht. Das andere Item wäre auch durchaus vertretbar. Ne, die Machete. So, schauen wir uns einmal die Lanes an, denn es sieht nicht so aus, als wenn die Gegner jetzt ins Invaden würden. Wir haben in der Top-Lane Garen, dann haben wir noch ein Volibear und ein Zed beim Gegner im Jungle und in der Mid-Lane, in der Bot-Lane Draven und Thresh. Auf unserer Seite haben wir in der Top-Lane Nocturne, sieht man auch nicht so oft. Und in der Mid-Lane eine Ahri, ich bin wie gesagt im Jungle. Und als Support und AD Carry haben wir in der Bot-Lane Lux und Ezreal. So, ich werde überlegen, womit ich anfange. Ist das gut, mit dem Gromp anzufangen? Ja, ich werde mit dem Gromp anfangen. Dann kann ich smiten und dann kann ich da auch den Schaden zurückwerfen und dann sollte das eigentlich passen. So, Hauptsache, die Leute helfen mir denn hierbei, denn dann passt das auch ganz gut. So, benutze jetzt einmal den Stun und dann sollte das auch klappen. So. Okay, passt. Den haben wir und dann nehme ich den Heal als zweites. Ganz einfach, weil ich da von meinem Passiv Gebrauch machen kann, der mich dann halt heilt. Und das Trampeln macht halt nebenbei dann noch den Schaden. Und wenn die Minions hier gleich sterben, dann geht ja auch der Cooldown von der Heal-Fähigkeit runter. Und ich komme so ganz gut durch den Jungle, ne? Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einmal raufhau, dann habe ich hier schon wieder 2 Sekunden runtergenommen. Und dann kann ich den Heal jetzt halt nochmal benutzen. Ne? Ist halt ganz gut, um da durchzukommen. Und dann kann ich schön rotieren mit meinem Passiv, der zumindest ein bisschen Schaden macht. Dann komme ich auch hier gut mit hin. Okay, dann kann ich mich auch zum nächsten Camp aufmachen. Einmal die Heilung anschmeißen. Und dann kann ich auf die kleinen Minions gehen, dass die dann auch gleich sterben. Und dann ist mein Heal auch wieder ready. Und dann nehme ich auch das nächste kleine Minion auseinander. In dem Fall natürlich diesen schammernden Wolf. Und dann kann ich jetzt auch auf den großen Wolf gehen. So, was haben wir denn jetzt Schönes zu erzählen? Hatte gestern ja einen Stream, war lustig mit euch, hat wirklich eine Menge Spaß gemacht. Schönen Dank nochmal, dass ihr alle so zahlreich eingeschaltet habt. War wirklich sehr cool. Hatten ein gewaltiges Shaco-Game, also wirklich ein phänomenales Shaco-Game. Das habe ich auch noch als Save-Datei drauf. Also sozusagen kann man sich es im Recall angucken, wollte ich gerade sagen. Im Replay. Oh Gott. Ja, jetzt habe ich hier Probleme. Ja. Ah, das ist schön, wenn der Midlaner dann nicht dazu kommt, sondern dass er als erstes dann der andere. Ah, dann wäre ich da auch gekillt. Schön, dass auch Volibear da drin stand. Ah, ärgerlich. Gut. Passiert. Aber immerhin haben wir noch einen Flash rauskitzeln können. Deswegen passt das. Und der Kill ging auf Zed. Schade. Das ist dann natürlich schlecht für die Ahri. Allerdings ließ sich das da nicht ändern. Okay, immerhin konnten wir unser zweites Jungle-Item kaufen. Ich wollte eigentlich in die Botlane gehen, um da einen Gank zu machen. Ne? Hat nicht ganz sollen sein, sagen wir mal so. Okay, ich weiß nicht, wo der Zed jetzt hingegangen ist. Deswegen muss ich hier vorsichtig sein, dass ich nicht hier irgendwie jetzt Besuch bekomme. Deswegen einmal hier die Ward hinsetzen, sodass der Jungle noch einmal abgesichert ist. Und dann kann ich hier auch meine Skills dann benutzen. Schade, dass ich meinen Blue Buff nicht habe, aber immerhin habe ich schon beide Jungle Items. Das hilft ja auch schon. So. Okay, dann komme ich jetzt hier auch weiter durch und dann könnte ich gucken, wo ich den Gank mal setze. Ich bin leider jetzt noch am Anfang recht langsam, was mein Movement Speed angeht. Aber sollte das jetzt Hilfe sein oder was war das? Gut, ich benutze den Smite. Dann brauche ich nicht mehr Mana zu verbrauchen. Und Volibear kommt dahin. Volibear hat kein Flash. Volibear hat kein Flash. Oh Gott! Wirklich? Hatte ich noch Cooldown drauf oder?
Na, komm. Okay, immerhin haben wir den Kill bekommen. Oh Mann, ich wollte dich doch wegtreten. Komm doch her zu mir, ey. Dann kann ich den Headbutt machen und dann passt das schon. Ja. Hätte ich den Headbutt machen können und dann hätte ich den Z wegkicken können. Naja, er wollte nicht kommen. Okay. Nicht, dass der Z jetzt hier irgendeine komische Sachen macht. Okay. Pass. Der Z. Ah, schade, haben wir nicht unsere Fähigkeiten optimal aufeinander eingestellt. So, ich habe auf jeden Fall noch genügend Mana. Das hier, ja, was kostet meine Combo? 135. Ich glaube, er hat Boots, ne? Die Sau, der ist viel zu schnell für mich. Oh, der ist viel zu schnell. Okay, habe ich noch den... Oh, Vorsicht. Nicht, dass er da jetzt noch wechselt. Okay, sollte passen. Ich werde ihn jetzt mal ein bisschen hier supporten. Den Ari. Den Ari. Den Ari. Und wenn er Pech hat, dann kommt gleich der Z nach vorne und dann war's das. Und da kommt der Shuriken. Und jetzt solltest du abhauen. Okay, ich übernehme die Lane. Alles klar, passt schon. Und dann passt das. So, Vorsicht. Okay, hier ist auf jeden Fall gerade eine Menge Farm. Ja, ist okay, wenn du mich niederpokst. Solange ich die Erfahrung bekomme und schneller auf meine Level komme, soll mir das recht sein. So, okay, langsam wird der Schaden doch schon kriminell. Oh, Zed ist auch immer so ein Charakter, ne? Okay, keine Ahnung, was der Zed da machen wollte. Wir haben 1:1 getauscht, vollkommen in Ordnung. Weil mir gibt das eine Menge Geld, dass ich mir auch meine Items leisten kann, ihm aber auch. Also ist noch in Ordnung, ist noch im Rahmen. Movement Speed werde ich jetzt hier kaufen erstmal, bevor ich mir zweimal die Tomb kaufe. Denn das ist schon gar nicht so verkehrt, obwohl so schnell macht es mich jetzt auch nicht. Oder? Schauen wir einmal, wie schnell mich das macht. Irgendwie gar nicht. Hallo? Ich hätte gerne Movement Speed. Gut. Wir kaufen doch hier die vereinzelt. Und dann noch eine Pink Ward. Ach ne, die Pink Ward habe ich ja schon hingesetzt. Na egal. Sie wird ja nicht schlecht. Irgendwann, wenn sie ausläuft, dann kann ich zumindest eine neue setzen. Wie zum Beispiel jetzt. Hey, welch Wunder. Die Pink Ward, als hätte ich es geahnt, ne? Ist ja jetzt gerade da und zerstört meine Pink Ward und setzt nochmal. Oh Gott. Ah, sehr schön. Sehr schön. Sehr gut gemacht. Gut gemacht, Leute. Kann man nicht anders sagen. Okay, Zed rennt hier noch durch die Gegend. Ich kann jetzt erstmal hier das Jungle Camp machen. Und ich weiß ja, dass hier gerade eine Ward hingesetzt wurde. Die kann ich dann auch in der Zwischenzeit killen. So. Okay. Und dann werde ich jetzt wieder meine Ward irgendwo hinsetzen. Und zwar genau hier hin. Und dann werde ich mal von hinten versuchen, den zu ganken, den guten. Sehr schön, das war doch mal was Feines. Das war doch mal was Feines, gut gespielt. Sehr schön. Habe ihn weggeheadbuttet und dann bin ich da noch reingesprungen, weil ich wusste, dass er sich für diesen Zeitpunkt nicht bewegen konnte und habe dann reingeflasht, um noch mein Pulverize zu setzen. Und dann kam auch noch der Charm dazu und dann passte das. Dadurch haben wir dann den Kill noch secured. Sehr schön, so soll das sein. Okay, ich würde ihn am liebsten jetzt einmal hier wegstoßen. Oh, in der Botlane geht ein bisschen was ab. Ich werde mal da hingehen. Der hat ja wenig Mana. Ah, schade, dass er nicht gesetzt hat. So, ich muss mich einmal von hinten anschleichen. Ich muss von... Oh, was ist denn das hier? Kommt dieser hässliche Volleybär. Ja, Hilfe! Oh Gott, nee, ich bin sowas von tot. Ah, jetzt flasht er auch da rein. Oh, muss er denn da warten, ey? Natürlich in den Busch, wenn ich hier einmal rumrennen will, ist auch der Volleybär da in der Botlane, ey. Mann, ey, der hat auch ein Timing. Hm. Oh, die Lux kam noch weg. Haben wir hier gerade Zed gesehen, ich musste gerade einen Schluck trinken.
Und ich freue mich schon wirklich, wenn ich dann halt gleich auch meinen Movement Speed dann endlich mal vollständig habe. Wenn ich das Jungle-Item habe und dann auch noch die Boots. Bin schon dreimal gestorben. Viel zu oft eigentlich. Aber ich spiele ja auch keinen typischen Jungler, ne? Man kann es ja auch einfach spielen mit einem einfachen Jungler, der dafür gemacht ist. Oder man macht es so richtig tryhard, wie ich halt hier. Also passt das. Immerhin konnten wir einen schönen Gank schon setzen. Und, oh, der. Ah, hat euch gejuked. Würde ich sagen. Das ist halt die Sache, ne? Mit Zed, damit kann man halt juken. Und wird in der Solo-Queue so häufig gespielt, der Zed. Ne, weil er halt AD ist und dann schön viel Schaden macht und ihr mit dem Ultimate dann natürlich auch viele machen könnt. Kurz mal verlangsamen hier. Oh, verdammt. So, hier mal die Wards hinsetzen. Die auch. Und dann können die... Ach! Sieh an, hier ist eine Pink Ward. Ne, habe ich euch ja in dem letzten Video gezeigt, dass das ein schöner Platz ist, um eine Pink Ward zu platzieren. Ist natürlich jetzt blöd, weil ich jetzt Garen nicht unterbrechen kann. Ne, weil er dann da drinne ist jetzt gerade und das sozusagen bewacht. Und jetzt auch auf mich rauf geht. Ich benutze jetzt mein Ultimate, um den Schaden noch zu erhöhen. Weiß aber, dass er sein Ultimate noch hat. So. Ja, solange er sein Ultimate halt nicht setzen kann, kann ich das auch überleben, durchaus. Ach, ich weiß ganz genau, dass der Volibear da jetzt reingeht. Der kommt jetzt auch zu mir da im Jungle reingerannt. Vorsicht, ne, Volibear stinkt da rum. Na, soll es vorsichtig sein. Okay. So, hier ist nämlich nichts mit Clown. Schön reingesprungen mit der Combo und noch nebenbei den Smite gesetzt. Sehr schön, so soll das sein. Ne? Gut, dass ich da meine Ward hingesetzt habe. Dadurch konnte ich den Gank dann, was heißt Gank, den Steal von dem Roten dann entgegenwirken. Sehr schön. Schade, dass ich nicht den Kill bekommen habe, denn ich würde jetzt wirklich gerne mal ein bisschen Geld verdienen, sodass ich dann an meine Items komme. Ich glaube, ich werde auch mal... Ja, der Lux-Schild ist natürlich schwer zu werfen, wenn man einen Charakter hat, der die ganze Zeit sich am Bewegen ist, so wie Ezreal, dann kriegt man halt schwer den geschildet. Ne, ist halt nicht so einfach. Und, ah, der Zed rennt jetzt hier rein. Einmal kurz gucken, ob hier eine Pink Ward drin ist. Nein. Gut, dann kann ich jetzt auch hier nicht viel machen. Außer der Zed kommt da hin. Nein! Ah, komme ich nicht ran, ey. Oh, ich hasse meinen Movement Speed gerade, ey. Ich hasse ihn. Ich möchte unbedingt schneller sein. Aber ich bin halt extrem lahm gerade. So. Letztes Minion für diese Jungle-Runde. Und dann geht's auch wieder zurück in die Basis. Sehr schön. Gut. Das heißt, ich level als zweites mein W. Und hab jetzt meinen Movement Speed von dem Item. Und kann mir auch noch vernünftige Schuhe dazu kaufen. Und zwar wähle ich... Warte, ich muss einmal gucken, was die haben. Die haben eigentlich nur AD-Schaden. Wenn die nur AD-Schaden haben, dann müsste ich eigentlich Ninja-Tabi bauen. Das würde auch am meisten Sinn machen, da Ninja-Tabi zu bauen. Allerdings möchte ich auch meine Cooldowns hochsetzen. Ich möchte aber auch schneller rennen. Ich nehme die Cooldown-Boots. Das muss jetzt erstmal reichen. Jetzt habe ich zumindest einen etwas besseren Movement-Speed. Und, na, Garen kommt nicht ran, zumindest, aber so soll es vorsichtig sein, nicht, dass du von da gegangen wirst. Und immerhin bin ich jetzt ein bisschen schneller unterwegs. 413 als Movement Speed. So, haben wir. Sehr gut, da hat er overextended wie sonst was. Das ist schon mal sehr fein. Dann kann ich Ahri jetzt wieder hochheilen und ein paar Wards hinsetzen hier in den gegnerischen Jungle. Ich weiß nicht, ob hier eine Pink Ward drin ist oder sowas. Nee, aber ich kann jetzt auf jeden Fall Gank aktiv werden. Nee, komm. Ich habe leider keinen Flash. Das heißt, wenn jetzt hier Volibear irgendwo rumschimmelt, dann kriege ich da arge Probleme.
Oh Gott, Leute, wirklich. Leute, wirklich. Ja, und jetzt kriege ich wahrscheinlich noch den... Ja, toll. Oh, ich habe alles so schön vorbereitet, ey. Ezreal, mach doch dein Ulti gleich. Es war doch klar, dass er da rausflasht. Ah. Na gut, hatte nicht sollen sein. Ich hoffe nicht, dass Volibear hier ist. Ne, der ist in der Mitte. Okay, das heißt, dass ich den dann schon mal zumindest für mich annektieren kann. Könnte aber auch sein, dass die jetzt hier vorbeikommen und mich besuchen. Was nicht nett wäre. Und... So. Ich hab Schiss, wo der Zed ist. Der ist gerade da unten in der Botlane unterwegs. Oh, Zarr sogar. Ich komm dazu. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Sehr schön. Haben wir auch. Sehr gut. Okay, der Zed überreagiert jetzt halt. Der hat schon zwar 7 Kills. Allerdings ist er auch schon 5-mal gestorben. Das heißt, das läuft auch noch nicht so richtig prickelnd. Ja, Kuchenschreck. Ich spiele Alistar im Jungle gerade. Und jetzt läuft das zumindest. Jetzt sind wir dabei. Jetzt haben wir unsere Items. Jetzt haben wir auch den Movement Speed, den wir eben gebraucht haben, wie verrückt, ne? Weil wir echt langsam unterwegs waren. Und endlich haben wir den am Start. So. Ich kann jetzt, wie gesagt, mit meinen Zaubern hier durchrotieren. Und mein Passiv macht jetzt auch immer mehr Schaden, sodass er dann auch wirklich mal hilft. Dann ist es so eine Art, ja, ich sag mal, Sunfire Cape für 3 Sekunden. Und dann ist es schon ganz vernünftig. So, ich hoffe nicht, dass Baron... Ne, gut. Garen steht nicht da drinne. Und wir schnetzeln hier weiter. So, ich smite den mal. Nicht, dass hier irgendwo welche Wards versteckt sind. Ne? Das machen die auch ganz gerne hier, die Gegner, wie wir das eben gerade gelernt haben. Und, oh, hier ist nichts. Okay, der ist relativ tanky, glaube ich, ne? Ja, relativ. Okay, kannst du da eine Ward setzen? Ah, okay. Okay, hat er geflasht? Ich weiß, dass da eine Ward drin ist. Und die sind gerade da in der Botlane unterwegs und killen alles. Okay, jetzt haben wir ihn aber. Jetzt muss ich weg. Ist natürlich ärgerlich, wenn der Volibear natürlich auch dazu kommt. Dann wird's ärgerlich. Weil der natürlich eine Menge Schaden auch macht, auch wenn er Tanky baut. Hm. Oh, ich glaube, den kriege ich nicht. Ah, ich muss mich hier erstmal zurückziehen, nicht, dass der Volibear kommt. So, einmal noch bewegen, dass ich den Smite-Effekt kriege. So. Gut, den Loons Echo-Effekt meinte ich. Dann habe ich immerhin den noch bekommen, dann konnte der den nicht klauen. Und dann gehe ich jetzt wieder zurück. Und die haben natürlich hier 2 exzellente Tanks, ne, die viel HP haben, wo ich dann mit meinem Burst-Schaden von AP natürlich schlecht durchkomme. Die haben auch keinen AP-ler, das heißt, Abyss Scepter ist semi, ja, nicht so toll, sag ich mal. Deswegen gehe ich auf jeden Fall auf das Hourglass, weil mir das gerade am meisten bringt von den Stats. Ne, es gibt mir AP und es gibt mir noch Armor vor allem und das haben die halt hier gerade extrem viel. Und die Lux macht das schon ganz gut. Hat er schön gedodged. Ich komme dir zur Hilfe. Ja, ich komme dir zur Hilfe. Nee. So. Okay, weiter gehen sie nicht. Das ist auch schlau. Jetzt wussten sie, so weit konnten sie gehen. Andernfalls hätten die halt tierisch auf die Fresse bekommen. Ich hau mal hier den Smite drauf, dass wir hier zumindest noch eine kleine Ward im Jungle haben. Und wenn ich das Item dann voll habe, zumindest das Teil, den Teil davon, dann kann ich auch anfangen, das Item, wie gesagt, zu stacken, indem ich Monster kille. Und Volibear rennt hier auch irgendwo im unteren Teil des Jungles gerade rum oder der Map. Vielleicht ist er sogar auch hier. Ist er sogar hier drin, ne? Das weiß ich nicht. Ah, da ist er. Okay, vielleicht kann ich den Draven holen. Der da jetzt unten alleine rumrennt. Ja, der rennt da alleine rum. Das heißt, den können wir ganken. Den können wir aber sowas von ganken. Okay, den Kill habe ich auch übergeben. Sehr schön, dann habe ich auch meinen Auftrag durchaus erfüllt. Aha.
Okay, die sind hier aber ganz schön fix unterwegs, die Leute. Ezreal, komm. Wir haben doch Überzahl. Wir haben eine Überzahl. Was ist das denn hier? Alter, okay, das war keine gute Idee, glaube ich, von denen, da einfach reinzugehen. Ich habe auf jeden Fall keinen Smite gerade. Deswegen komme ich da jetzt mit der Combo und kriege die auch so. Okay, das war keine so schöne Idee von denen, dass die da jemanden von uns hooken, in dem Fall mich, glaube ich. Dann haben die halt ziemlich kassiert, indem ich da dann auch mit meiner Combo drinne war. So, Ari, kannst du den holen? Sehr schön. Okay, dann habe ich auch gleich meine AP-Leiste voll, wollte ich gerade sagen. Mein Geld, was ich benötige, um Hourglass zu kaufen. Na, ist echt gut, wenn ich da die Stats bekomme. Die mich dann auch halt noch ein bisschen tanky machen und dass ich halt noch mein Hourglass vielleicht auch nutzen kann, wenn ich denn nicht gerade in meinem Ultimate stecke und eh dann wenig Schaden bekomme. Mir fehlt noch ein bisschen was. So. Ja, ein Camp nehme ich noch mit. Dann habe ich auf jeden Fall das Geld. Loons Echo brauche ich ja nicht kaufen. Das habe ich ja schon auf meinem Jungle-Item als Enchant drauf. Deswegen lohnt das da nicht wirklich. Der Garen ist ganz schön beefy da oben und der macht jetzt. Oh, ja, da brauchst du nicht flashen. Egal wo. Na, ich krieg nicht. Hier hast du eine Ward, ne? Ah, den krieg ich nicht. Oder doch? Wie viel Schaden machst du? Krieg ich nicht! Ärgerlich! Ärgerlich. Schade. Ich dachte eigentlich, dass ich ihn da noch bekommen würde. Aber leider hat auch sein Passiv angefangen, sich zu aktivieren. Wodurch er natürlich rapiden HP-Zuwachs bekommt. Und das hat ihm natürlich in dem Fall geholfen. Und natürlich auch die Tatsache, dass er doch schon ganz schön tanky ist. Könnte. Ja. Ja, ich kaufe auf jeden Fall Hourglass. Ist halt besser. Ne, es gibt halt die Armor, die ich benötige. Und noch mein Trinket auswechseln. Ne, gegen das Blaue. Das Blaue ist schön, das Blaue ist OP. Und dann habe ich jetzt mit Hourglass auch schon 104 Armor. Das ist ja auch noch nicht so verkehrt. Ist auf jeden Fall mehr als irgendwie jemand. Wahrscheinlich auch mehr als der Nocturne, ne? Ja, aber klar. Schöner AD-Nocturne. Okay, Ari farmt das. Das ist gut. Da ist der Zed. Versucht ganz sneaky zu sein. Und ich komme jetzt leider erst dahin. Oh, wirklich, ey. Muss die Mauer noch diese Viertelsekunde noch online sein? Was heißt online? Also aktiv. Ich dachte, dass ich dann da hätte direkt durchgehen können. Ja, hier, killt. Killt. Ah, ich drücke die ganze Zeit meine 2, aber ich bin in der CC-Kette drin. Silence, Knockback. Hier durch die zur Seite schleudern, ne, von Draven, da mit den Echsen. Dann noch die Kette da von Thresh. Alter Falter. Was für eine CC-Kette. Ich brauche eindeutig mehr AP. Auf jeden Fall bin ich da richtig schön drinne gelandet. Die haben auf jeden Fall da richtig schön auf die Fresse bekommen. Und es wird Zeit für Lichbane. Und auch unserem Sheen. Denn dadurch machen wir natürlich auch eine Menge Schaden durch eine Auto-Attack. Und das klappt echt gut, wenn ihr damit das verbindet mit dem Ultimate. Und dann können wir als nächstes halt Lichbane bauen, was uns ja auch die tollen Stats gibt, die wir denn halt wollen. Wie zum Beispiel Cooldown Reduction, Movement Speed und halt dieser schöne On-Hit-Effekt. Ne? Der ist halt echt nice. Und ein bisschen Mana kriegen wir dadurch auch. Okay, bin ich nett und gib der Ari hier den Farm? Ja, ich bin nett. Ich bin nett. Komm, ich bin einmal nett zu meinem Midlaner.
Ja. Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Bye bye, Nocturne. War schön, dich gekannt zu haben. Aber leider hat sich gezerrissen. Mache ich zumindest ein bisschen hier die Map noch frei, wo ich kann. Ich könnte die Top-Lane einmal pushen. Da ist eine riesengroße Wave. Und die dazu benutzen, um zumindest hier einmal den Turm aufzuräumen. Und dann sollte das auch passen. Oh Gott, jetzt muss ich aber ganz schnell weg. Nicht, dass die Leute hier noch an den Start kommen. Ari hat es leider irgendeinem unerklärlichen Zweck oder aus irgendeinem unerklärlichen Grund zerrissen. Ich meine, es ist Ari, die hatte ihren Ultimate benutzt, deswegen ist er hier gerade auf Cooldown. Hätte ich eigentlich gedacht, dass sie dadurch wegkommt, weil sie ja drei Sprünge hat. Z kann einmal springen, mit Ulti so gesehen zweimal, aber da war sie schon dann auch kaputt. Aber gut. Hat nicht sollen sein, ne? Sie kam nicht weg. Immerhin haben wir auch schon eine schöne Cooldown-Reduction. Ne? Ist echt nicht zu verachten. Mit 30%. Kommt durch unsere Boots natürlich, durch meine Masteries, wollte ich gerade sagen, meine Runen, die ich mitgenommen habe und natürlich durch den guten Schieneffekt. Und dann bekomme ich auch gleich noch mehr Movement Speed, wenn ich denn den zweiten Teil von Lich Bane baue. Und der Ezreal nimmt den Blue Buff. Finde ich jetzt nicht so schön, weil ich den doch ganz gerne hätte. Aber okay, dann soll er den ruhig nehmen. Oh, Nocturne hat Darkness aktiviert. Ich muss ja einmal unten farmen. So, einmal schnell hier den Farm mitgenommen und dann habe ich auch wieder eine Menge mehr Geld am Start. Oh, wir haben sogar noch einen zweiten Dragon bekommen. Sehr schön. Okay, ich kann mir mehr Movement Speed leisten jetzt. Werde ich auf jeden Fall machen. Und dann schauen wir doch gleich mal, auf welche Zahl wir kommen. Und zwar ist es ganz genau, das ist viel zu viel mit 700 natürlich. Das liegt an dem Homeguard-Effekt, selbstredend. Und gucken wir gleich, was wir haben. Ich schätze mal 430, genau. 428, sehr schön. Dadurch sind wir schön schnell. Normalerweise wären wir so schnell als Supporter, wenn wir nur Mobility Boots bauen würden. Aber wir haben ja jetzt auch eine Menge Schaden am Start. Und gegen AP, Bounty nicht? Doch, Bounty zumindest ein bisschen. Ja, doch, Bounty schon eine Menge. Das heißt, Void Staff muss auf jeden Fall auch noch in unsere Tasche wandern. Werden wir auf jeden Fall brauchen. Vor allem, wenn wir so jemanden hässlich tankigen wie Volibear denn halt besiegen wollen. Okay, immerhin haben wir den bekommen. Der Respekt ist zumindest groß bei dem Zed, ne, dass er uns nicht killen kann. Den kriege ich auch alleine. Den kriege ich. Den kriege ich. Ah, nice gespielt, Junge. Nice gespielt. Oh, bitte? Das hat doch gereicht? Warum benutzt ihr denn nicht Hourglass? Habe ich mich in meinem Kommentarstil wieder zu verplappert. GG. Ah, dass du das noch mit deinem Ultimate abgewehrt hast, sehr gut. Okay. Ärgerlich. Ah, hätte ich mich noch eine Viertelsekunde mehr konzentriert, da hätte ich noch in mein Hourglass gehen können und dann wären wir da locker rausgekommen. Verdammt. Gut, hat nicht sein sollen. Weiter geht's. Kann man nicht jetzt ändern. Wir haben immerhin gleich Lich Bane. Mit Lich Bane hauen wir dann natürlich noch schön rein. Ja, haben dann den schönen aktiven Effekt von Runic Echoes. Und den Lich Bane Effekt. Und dann sind unsere Order Tags richtig schön schmerzhaft. Das hat man ja eben schon gesehen bei dem Zed. Mit einer Combo war auf ungefähr ein Drittel seiner Leben. Und das ist natürlich sehr, sehr geil für uns. Aber wir sind halt ein sehr einfach zu killendes Ziel für ihn, wenn unser Ultimate dann ausläuft. Hält ja nur 7 Sekunden. Und den habe ich ja eben hier schon geprockt, um einfach mehr Schaden im Nahkampf zu machen. 75 Attack Damage ist halt nicht unerheblich. Das habe ich auch gerade nicht aufgepasst. Ich glaube, ich hatte sogar genügend Geld, dass ich mir mein Lich Bane hätte kaufen können, wenn ich noch in der Basis gewesen wäre. Oh, jetzt startet auf jeden Fall unser Movement Speed auch nochmal in die Höhe, indem wir jetzt noch mehr bekommen. Oh, und gleich noch den Enchant drauf auf die Schuhe. Und dann sind wir ein richtiger Speedbulle.
Also dann sind wir wirklich so schnell wie ein Stier in Wirklichkeit. Und 434, okay, das heißt, es ist jetzt nicht so viel angestiegen, aber ist schon eine Zahl. Einmal den noch mitnehmen, dass ich noch den Ward-Effekt kriege. Und dann haben wir auch schon. Okay. Das Thresh also an der Seite ist. Wäre natürlich echt gut, wenn ich eine Flanke hinbekomme mit dem Alistar. Und jemand sollte da oben das noch verteidigen. Hier ist auf jeden Fall eine Ward drin. Und vielleicht ist hier auch eine Ward. Das kann ich jetzt noch schnell überprüfen. Ja. Und jetzt habe ich leider keine Ward mehr dafür. Okay, immerhin habe ich das jetzt mal geschafft, in mein Hourglass zu kommen. Und jetzt sollten wir vorsichtig sein. Auch wenn wir, glaube ich, wenn er mit seinem Blue trifft, das gut machen könnten. Ah, wir haben... Ah, Ari ist oben gestorben, verdammt. Jetzt sollte jemand da oben das clearen. Ja, die kriegen den Tower nur. Okay, haben wir aber auch bekommen. Dadurch, dass wir geblieben sind. Das war gut. Gab eine Menge Schaden für den guten Kabanossi, wollte ich gerade sagen. Für den guten Banausen. Leider ist aber der Volleybär da oben 1:1 durchgekommen gegen Ari. Deswegen kriegt unser Tower jetzt auch so viel Schaden, dass er, glaube ich, darauf geht. Ja, er wird drauf gehen. Sehr, sehr schade. Ist halt ein richtig tankiger Geselle, ne? Manchmal ist es auch komisch mit Alistar, weil das war eben wieder ein perfekt getimter Knock-up eigentlich. Allerdings hat sie ihn halt, naja, trotzdem über die Mauer geschleudert, obwohl ich das nicht vorhatte. Ich habe den eigentlich genau richtig getroffen, aber scheinbar wohl doch nicht. Na gut, manchmal ist es halt komisch mit den Bullen. Deswegen sieht man das auch manchmal bei den Profis, da versauen die es halt auch das ein oder andere Mal. Und das liegt halt daran, dass es nicht immer unbedingt hundertprozentig reliable ist. Oder ich bin einfach nur schlecht. Das kann natürlich auch sein. Okay, Draven ist unten in der Botlane. Der könnte uns kiten, vor allem mit Thresh. Ich kann das aber verteidigen, glaube ich. Ich habe meinen Flash auch demnächst ab. Jetzt gerade nicht, aber immerhin habe ich auch mein Hourglass und die sind gar nicht mehr da. Das heißt, ich kann das hier in Ruhe einmal farmen und kann die Zeit nutzen, schnell in die Basis zu gehen, um eine Runde einzukaufen. Und dann kann ich auch die nächsten Items mir leisten. Der Nocturne sucht richtig Blut. Und der sehr schön. Das habt ihr gut gemacht. Ich werde mir als nächstes kaufen. Oh Gott, was kaufe ich mir denn? Void Staff. Denn der Schaden muss jetzt langsam durchgehen. Oder ich kann das auch noch umändern in Rabidance, je nachdem. Wahrscheinlich ändere ich es doch in Rabidance um, denn Alistar scaled eigentlich gar nicht so schlecht mit Ability Power, zumindest auch mit seinem W. 260, das ist ein Wert von 0,6 oder 7. Und sein Q ist 0,5. Na gut, er könnte besser scalen, meine ich. Ist nicht so prickelnd. Es gibt Leute, die scalen wesentlich besser. Aber Revenants ist doch schon ganz fein, wenn wir das dann natürlich verbinden auch mit unserer Lich Bane, weil das scaled ja auch extrem gut. Ne, mit 0,7 oder 0,8. Und macht auf jeden Fall eine Menge Prügel. Was machen die jetzt? Aizuk. Double Kill? Mann, lasst euch doch nicht catchen. Da solltest du aufpassen. Ich fülle nur den Farm. So, mit Lichbane kann ich hier eigentlich gut durchkloppen und dann wieder zurück in die Midlane gehen. Ich hoffe nicht, dass jetzt der Thresh mich kreuzt. Nee, macht er nicht. Ah, da sind die. Okay, die wollen Vorsicht. Wenn die da sind, dann mache ich halt hier die Wave in der Mitte. Habe ich gar keinen Schmerz mit. Und jetzt müssen die halt hinter mir herrennen, um die Wave zu pushen. Und ich kann in der Zeit dann weitergehen und Thresh rennt verzweifelt hinterher und huiuiui, ja komm mal ab. Ja, dann machen wir es doch.
Okay, einmal schnell weg. Nein, das hat nicht sollen sein für die. Hat nicht sollen sein. Dafür haben wir doch dann schon viel zu viel Schaden. Aber ist gut, ich kann eine Menge aushalten mit meinem Ultimate. Und dann habe ich halt immer noch als Ass im Ärmel mein Hourglass, was ich dann ziehen kann. Und dann passt das auch. Okay, meine Leute pushen in der Mitte. Das ist eigentlich ganz richtig, was sie machen. Weil wir natürlich jetzt den Vorteil haben auf der Map. Aber ich bin halt geldgeil. Ich muss farmen. Deswegen werde ich auch noch schnell diese Ward hier hinsetzen, weil da unten so eine dicke, fette Wave ist, die ich natürlich auch noch clearen kann, was ich natürlich vorhabe. Und jetzt kommt auch mein Pulverize und dann liegt das hier auch alles flach. So. Och Gott. Gottchen, komm. Gut, schnell wieder abhauen. Na, du hast nicht einen schnelleren Movement Speed als ich. Mit 380, obwohl das so aussieht, als wenn du schneller unterwegs wärst. Nein, da bin ich schneller. Obwohl, nee, deine Mobility Boots haben eben gerade sich wieder deaktiviert. So. Dann nehmen wir mal den nächsten hier. Oh, Lichbane haut auch so schön rein. Lichbane ist gut auf ihm. So. Dann gehen wir mal unser Team unterstützen, indem wir jetzt hier mit hinzukommen. Wir haben alle unser... Oh, Ari musste denn jetzt gerade gecatcht werden. Viel zu langsam. Lauf! Der Red Buff des Todes. Eieiei. Ja, war natürlich nicht schön, dass Ari da gecatcht wurde. Ist natürlich nicht so prickelnd, sag ich mal. Und ich nehme jetzt auf jeden Fall den Blue Buff hier noch mit. Und dann passt er auch. So, hier. Hallo. Gut. Ah, hier sind noch ein paar Jungle Camps und ich kann eh gerade nichts machen, weil meine Teammates ja alle tot sind. Und Thornmail wäre natürlich gut. Thornmail wäre echt nicht so schlecht. Aber Thornmail klappt auch am besten, wenn ihr das in Verbindung mit einem Abyssal Scepter baut. Weil dadurch macht ihr dann ja automatisch auch mehr Schaden. Also Thornmail wird dadurch indirekt gebufft. Weil ihr Magieschaden zurückschleudert. Und wenn der Gegner weniger Magieresistenz hat, ja, dann macht ihr natürlich auch mehr Schaden damit. Ne? Ganz logisch. Also wenn ihr das mal machen wollt auf einen Tank sozusagen, der auch AP-Schaden macht, dann baut noch in Verbindung eine Abyssal Scepter dazu. Nehmt auch noch Sunfire Cape. Das wird auch verbessert durch Abyssal Scepter. Ne, weil das ja auch Magieschaden rausschleudert. Und dann passt das. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall schon so viel Damage auf dem guten Stier, dass wir da jetzt mit richtig die Party feiern können. Habe auf jeden Fall eine Menge Geld am Start, sodass wir uns jetzt was leisten können. Und zwar nämlich Revenants. Und auch die Boots, die verbesserten, sodass ich da jetzt auch noch mehr Movement Speed drauf habe. Dann sind wir jetzt noch eine schnellere Kuh. 470 Movement Speed fast. Das ist schon ganz nett. Kann man nicht anders sagen. Und auf jeden Fall auch eine Menge AP-Schaden. Also da wird die Welle auch gereinigt. Komm mal her, Nocturne. Komm mal her, ich will dich heilen. Komm her. Na gut, ich bin ja auch schneller als er. 148, ist gar nicht so schlecht. So, kommt mal her. Ah, ist ganz gut. So, vorsichtig. Erstmal heile ich euch hoch. Dann könnt ihr hier einmal Wave clearen. Dann kann ich euch nochmal heilen. Ne? So kommen wir dann auch wieder da rein. Ah, der Thresh. Ah! Gut. Lichbane kam durch. Nein! Weiche von ihm. Mann! Wie lange geht denn der Silence? Und zuerst kommt auch mein Knock-Up, ey. Völlig bescheuert. Immer diese in dein Gesicht Garens, die nur auf AD gehen. Oh, wo ist eigentlich unser Team? Irgendwie sind wir in allen Himmelsrichtungen verstreut. Nur nicht zusammen. Aha, Lux ist in der Mitte. Okay. Oh, Ezreal, was machst du denn hier? Alter! Ne, wenn er jetzt... Nein!
Nein! Ich glaube, der Drache hätte ihn gekillt, wenn du nicht die Aggro auf dich genommen hättest und dadurch jetzt ins Gras beißt. Vorsicht! Oh, der Zed macht die Ari, Quatsch, die Lux nicht fertig. Gut. Sehr gut. Alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Sehr schön. Wir bauen. Ja, irgendwas mit Armor wäre gut. Armor und Verteidigung. Aber auch das, was Schaden macht. Und da sehe ich halt leider kein Item gerade hier, was AP macht mit Armor. Außer halt Hourglass, aber das haben wir ja. Deswegen. Nee, Zekes Harbringer fällt hier aus, ne? Das ist viel zu wenig Schaden. Deswegen bauen wir uns ein. Na, irgendwas, was noch viel mehr AP gibt. So dass wir dann halt in den Draven reinspringen können und damit einer Combo sozusagen schon sofort ins Jenseits befördern können. Wir können auf jeden Fall den Drachen mitnehmen. Wäre dann schon Nummer 4 für uns. Und habe eigentlich schon ganz vernünftige Stats mit 7, 6, 15 dafür, dass ich ja auch als Tank hier fungieren muss, weil wir halt so richtig keinen Tank haben in der Frontline. Nocturne zählt da jetzt nicht, weil der viel zu sehr auf AD geht. Hauptsache, ihr spielt das jetzt in Ordnung, sodass ihr da nicht gecatcht werdet. Vorsicht, Leute. Oha. Oha, oha. Der ist ganz schön schnell, der Freund. Hat sich auch. Alter, hat er sich. Tatsächlich, der hat sich Deadman's Plate geholt. Kein Wunder, dass er auch noch so schnell wird, je mehr er geht. Okay, kriegt ihr den? Sehr schön. Ah, dieser Silence, der natürlich noch durchkommt, während er in der Luft am Fliegen ist. Na klar, ey. Das heißt, Garen fliegt in die Luft und kann noch beim Hochfliegen sein Schwert nach unten schleudern und mich damit silenzen und kann damit noch mir den Schaden geben, der mir dann fehlt halt noch, um ins Gras zu beißen. Immerhin haben wir dadurch die Leute so lange abgelenkt, dass sie ihre Türme nicht verteidigen konnten. Und jetzt können sie allerdings zurück. Skripts, sehr gut. Und der Garen, der macht ganz schön Schaden. Oh Gott, der hat 401 Attack Damage. Aber der hat auch keine Resistenzen. Allerdings hat er auch so viel HP durch seine ganzen HP-Items, ne? Hier 800 und ein Giant's Belt kommt auch noch hinzu. Gottes Willen, das ist ja ein Monster. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie viel HP der hat, der gute. 3200. Das ist eine Menge. Kriegen wir zwar eine Menge Schaden hin mit unserem Lich Bane und unserem ganzen AP-Schaden. Allerdings sind halt 400 AD-Schaden, die dann halt noch Armor schredden durch den Black Cleaver, auch nicht zu verachten. Okay, wir sind wieder am Start. Auf geht's. Ah, wird ein ganz schön enges Spiel. Es steht 42 zu 40. Das ist ein totales Mess hier, was die Kills angeht. Hier überall sind Leute am Sterben. Und machen die den? Nee. Mal schnell gucken, ob die den machen. Oh, Olivier ist in der Top-Lane. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Deswegen einmal schnell hier in die Mitte gehen und flupp. Einmal kurz das Geld ploppen. Hier ist niemand von den Gegnern. Hier stehen ein paar einzelne Wards rum, die ich aber auch ausschalten kann. Und hi, 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 hier ist ja alles voll. Der ganze Jungle hier gewardet. Lass mal hier alles befreien von diesen hässlichen Wards. Ui. Ach, Lux, da wurde es gecatcht, würde ich sagen, von dem Zeddy. Uiuiui. Er wusste aber ganz genau, dass er die Liebe bekommt von Nocturne. So, hier, komm. Wir haben Lich Bane und die sind alle in der Mitte. Das heißt, wir können jetzt hier richtig Schaden verursachen, denn Zed ist viel zu lange tot und wir kriegen halt den Schaden richtig gut durch. So, Lich Bane-Effekt. Das ist so viel Schaden durch Lich Bane, dass wir jetzt hier alles machen können. Und ja, die recallen schon. Oh. Oh, 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 oh. Jetzt aber schnell.
Hätte ich eigentlich gedacht, dass ich da. So. Schnell einmal alles mitnehmen, was hier noch rumliegt im Dschungel. Oh, die sind irgendwo Wards. Hey, jetzt aber schnell weg hier. Ah, der Garen kommt. Oh ne! Ja, genau, sehr gut. Ja, das war gut. Immerhin hat es mich nicht zerrissen durch meine ganzen Verteidigungsfähigkeiten. Allerdings muss ich auch eine Menge dafür zahlen. Durch. Vorsicht. Vorsicht. Hier, hau ab. Hau ab. Weil Zed ist unten. Zed ist unten in der Botlane gerade am rumlaufen. Deswegen müssen wir da aufpassen. Okay, schnell verstecken. Nicht, dass der hier uns sieht. Okay, das heißt, das kann ich hier einmal schnell vernichten alles. Und dann solltet ihr aufpassen, dass ihr da nicht gekillt werdet. Das ist auf jeden Fall der fünfte Drache von uns. Das ist auf jeden Fall der fünfte. Wenn wir den kriegen, dann haben wir das auf jeden Fall... Na, was heißt gewonnen? Aber dann kriegen wir auf jeden Fall richtig viel Druck auf den Gegner. Und dann müssen die halt handeln. Ich werde auf jeden Fall noch einmal in die Basis gehen und mir nochmal als letztes Item Rylee's Crystal Scepter, dann mache ich AOE Slow um mich herum. Das ist eigentlich ganz gut. Und ich kriege HP dazu. Wäre das vernünftig? Oder wäre Void Step sogar besser? Ah, hier komm, wir machen voll AP. Keine drei Meinungen, wir wollen jetzt noch unsere Mana nach oben bringen. Es wird jetzt zwar auch dauern, aber das geht, glaube ich, noch. Das gibt uns ja jede Menge noch Bonus-Ability-Power und dann sollte das eigentlich auch passen. So, solange wir das hier intelligent anstellen, sollte das eigentlich passen. Vielleicht können wir uns alle immer heilen. Ist das nicht? So, ich werde den Volleybär gleich zurückkicken. Ah, verdammt! Habe ich alles richtig gemacht. Alter! Was ein Gemetzel! Alter, was ein Gemetzel! Gut. Den habe ich bekommen. Ich habe ihn zurückgeschleudert. Und die Gegner geben auf. Herrliches Spiel. Das war AP Alistair im Jungle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall hatten wir nach einem recht nüchternen Start oder nach einem recht, na ich sag mal, gemäßigten Start noch ein richtig gutes Game hingelegt. Haben eine Menge Schaden rausgekloppt. Ich glaube, dass ich den meisten Schaden rausgehauen habe aus meinem Team. Und naja, ich freue mich, euch auf jeden Fall im nächsten Stream zu sehen. Wir machen diese Woche bestimmt wieder einen. Der von gestern war sehr geil, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode, Leute. Haut rein!